Hallo, hier ist Naruto 1986. Herzlich willkommen zu Rises of Tomb Raider Part 3. Und wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Basislager, also zu unserem Basislager. Und müssen versuchen jetzt dabei so an den Bären vorbeizukommen. Das heißt, wir müssen den Bären jetzt töten. Oh Mann, das wird genial. Ja, da gibt es ja was für Heilkräuter, finde ich cool. Bisschen was für Medizin sammeln. Und ja. Ja, ah, da drüben ist es ja schon. Genial. Dann pflanzen wir uns gleich erstmal hier kurz hier hin. Und dann Giftpfeile fortfahren, natürlich. Munition. So, ist voll. Perfekt. 2 von 2, damit ist das perfekt. Und was haben wir hier schon Schönes wieder? Warte, geräuschlose Pfeile. Aha, stellen wir die auch mal gleich her. Ja, doch, machen wir das jetzt so rum. Da kann man jetzt genügend hergestellt haben. Jetzt 2 von 2. Und dann kann man hier nochmal, ja, geräuschlose Pfeile, finde ich. Das passt einfach. Wenn man dann noch. Dafür sind die Dinger ganz gut da. Da kann man halt eine Menge von den Sachen da gut sammeln mit. Haben wir wieder neuen Fähigkeits. Ah, doch, so wie es aussieht. Wir haben neue. Ey, doch. Wir haben vorhin neue Fähigkeitspunkte bekommen. Gut. Dann machen wir hier mit. Dem hier weiter. Zack. Neue Fähigkeit. Eisenhaut. Warte mal, wo steht das? Neue Fähigkeit. Ah ja, Eisenhaut. Sie erledigen erhebliche weniger Schaden durch Explosion und Feuer. Und sie erleiden weniger Schaden durch feindliche Beschuss. Und das finde ich gut. Deswegen habe ich das als erstes auch gemacht, dass wir da ein bisschen was als Ding haben. Und ja. Haben wir irgendwas als Bergungsinventar? Haben wir da vielleicht irgendwas in Ausrüstung? Können wir da schon was machen irgendwie? Nee, anscheinend nicht. Das war das. Achso, und dann kann man hier bei den Waffen die Waffen alles aufrüsten. Was ich nicht schlecht finde. Kann man da was Neues machen? Wie wäre es mit der Axt? Okay, geht nicht. Ah ja, und da haben wir ja hier die Dinger, was wir hier dafür brauchen, dann halt alles. Genau wie hier. Gibt es dann halt wieder für die Sachen, was wir halt neu haben. Ja, das ist gut. Und deswegen müssen wir da halt auch sehr viele Ressourcen mitsammeln. Das heißt, wir müssen in dem Spiel dafür hingehen und auch viel mehr jagen und alles. Und das werden wir auch, weil sonst können wir unsere Waffen hier nicht auf Power oder rüsten. Und das habe ich vorzumachen. Will ich auch. Ach, so kalt. So müde. Glaube ich. Und das werde ich auch und tue ich auch. Weil. Ich will. Nein, du hörst mir zu. Diese Entdeckung ist zu bedeutend. Ich schere mich keinen Deut um meinen verdammten Ruf. Wie kannst du es wagen, mir zu drohen? Nach allem, was ich für dich getan. Hallo? Hallo? Dad, was ist passiert? Diese Narren! Du machst mir Angst. Ich bin nah dran, Lara. Nah dran an etwas sehr Wichtigem. Eines Tages wirst du es verstehen. Ich will das gar nicht verstehen. Ich will nur, dass du aufhörst. Sei wieder mein Dad. Hm, okay. Oh Gott. Na los, wir haben sie. Naja, apropos. Was ich jetzt gerade sagen wollte, ist, ich will ja schließlich meine Waffen hier alles zu 100% machen. Und ich will das Ding auch zu 100% spielen von den Waffen und von den Fähigkeitspunkten. Will ich das alles zu 100% spielen und schaffen. Schnappt sie euch! Oh Mann, jetzt geht das wieder los hier mit dem Rumgeeier und Rumgeballere hier. Jetzt nervt doch. Echt jetzt? Come on, ey. Und jetzt kommt der Typ auch noch her. Nee. Ist die jetzt eigentlich automatisch auf dem Baum, oder? Nee, ich glaube, die ist automatisch auf dem Baum. Finde ich cool. Wir machen jetzt einen auf Assassin's Creed Style. Pass auf. Das ist auch neu. Kannst du einen auf Assassin's Creed Style machen, aber bloß mit Lara. Bloß stichst du keinen mit der Klinge ab.
Madden, wie ist die Lage? Over. Hier ist noch ein Camp. Das okay. Feuer war noch warm. Sie können nicht weit sein. Oh. Bam! Ja, Herausforderungswaffen und Wege. Cool. Finde ich cool, die Dinger da mitzunehmen. Und auch solche Sachen mache ich hier. Cool. Zentrale, wir schwärmen aus, um die Spur aufzunehmen. Roger, ausschalten. Wenn er herkommt, der Perl dann schon. Jetzt. Bringt leider gar nichts, Alter. Vergiss es. Lautloser Kill. Trophäe erhalten. Einseitige Konversation. Cool. So. Ah ja, Pfeile. Oh, sind schon voll, alles cool. Dann wollen wir uns jetzt auf zum Berg, Bären machen. Ich wollte gerade sagen, Berg machen. So. Ja, warte. Wo lang? Ach so, hier lang. Okay. Da gehen wir mal nach oben. Die Einheimischen haben Seilfallen gestellt. Die haben geplant, dass wir ihnen folgen. Das war gar kein Rückzug. Das war eine Falle. Ja, du hast jetzt einen Kopfschuss, Alter. Du kannst es vergessen, Freundchen. Du brauchst dir gar nichts mehr machen, Alter. Kommt da noch einer vorbei? Oder können wir hier runter? Ich guck mich mal hier um, lieber am besten. Ich geh mal einfach runter. Ja, so schnell kriegt man wieder Fähigkeitspunkte, finde ich cool. Credits perfekt, cool. Aber ich find's cool, wie schnell ich hier schon wieder neue Fähigkeitspunkte, wie schnell ich hier neue Fähigkeitspunkte gekriegt habe. Hm. Ah, hier entlang. So. Das Ding mitkommen, genau, Lara. Super. Klemm dich ans Funkgerät, versuch die Anlage reinzukriegen. Am letzten Signal wurden sie angegriffen, dann kam nichts mehr. Das war kurz nachdem uns die Einheimischen bei den Ruinen erwischt haben. Dann kam ihr Rückzug von der Anlage. Das war eine organisierte Finte. Sie wollen uns aufteilen. Die Spionage-Crew hat das versaut. Das sind keine Bauern. Ja, das ist Guerilla-Taktik. Die wussten, dass sie das Funksystem angreifen müssen, sobald wir hier waren. Shit. Wir brauchen ein Aufstandsbekämpfungsprotokoll. Da sprengt den Zeitplan. Konstantin wird nicht begeistert sein. Wow, 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 das finde ich nicht. Ich weiß echt nicht, wie die mich gesehen haben, die Schweine. Wow, schnell mal hier rum den Felsen rum. Oh je. Und schnell heilen dabei. Na warte, Freundchen. Lass es sein, Alter. Ah, ja doch, ich hab das langsam ganz gut raus mit dem Ganzen hier. Auch mit dem Heilen habe ich das langsam ganz gut raus, finde ich. Alle Teams Augen offen halten. Die Einheimischen haben im Wald Fallen gelegt. Hm. Nee, das lassen wir mal hier lieber. Gibt es hier vielleicht noch was zu mitnehmen? Ah ja, hier. Ja, hallo? Geht doch da jetzt dran. Wir machen uns bereit. Ich war auf dem ersten Flug nach Sibirien, um die alte Sowjetanlage zu schützen. Jetzt kommen jede Minute mehr an. Konstantin hat für die Neuen eine Rede gehalten. Ich habe mir das angesehen. Ich höre ihm gern zu. Wird nie langweilig. Der Glaube war nie was für mich. Es waren immer nur Worte. Das hier ist mehr. Es ist die Wahrheit. Ich war kaputt, aber Trinity macht uns wieder ganz, gibt uns ein Ziel. Eine neue Welt wartet. Selbst die, die nicht glauben,
werden eine Rolle spielen. So, wir sind jetzt in Part 3, natürlich, klar, das geht nur schnell. Aber was ich richtig genial finde, ist, dass es hier... mit der Medizin das da zu nehmen, da habe ich ganz gut raus. Und damit, dass ich das so ist, habe ich auch mal gut raus. Oh, da hinten gibt es Bergungsgut. Ja, cool. Nehmen wir das mal dann mit. So, mal gucken hier. Das heißt, wir müssen jetzt... Achso, hier nach oben. Das ist klar, dass wir hier nach oben müssen. Kommt schon hoch, Lara, komm. Sprung rüber. Perfekt. Oh ne. Verdammt, er ist noch da. Oh Mann, jetzt hab ich mich erschreckt in dem Blindbären hier. Alter. Ah, okay. Okay, ich hab gefallen. Hä? Okay, die Pfeile sind voll. Oh, das sind die Gefallen. Wow, 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 ich habe einen verschossen. Scheißdreck. Shit. Gefallen macht man so. Ja, schnell die Pfeile nehmen hier. Oh Gott, Alter. Scheiße, einen habe ich noch. Leck mich doch. Zu eng zu kämpfen. Ah, okay. Ich locke ihn raus. Gib mir Zeit. Giftpfeile macht man hier oben. Oh, komm. Oh, come on! Oh, wo schießt denn du hin, verdammt nochmal, Lara? Ja, wir haben ihn! Wir haben ihn! In Herrgottes Namen, wir haben ihn! Komm schon, ja, komm, mach, mach! Im Shop, alles klar. Ach, perfekt, wir haben es geschafft. Wir haben den Bären eigentlich erledigt. Alter Vater. Hey, warte. Ah, hier gibt es wieder neues Bergungsgut. Cool. Nehmen wir das mal gleich mit. Nehmen wir alles mit, was es hier gibt. Das ist hier so. Das ist dann für den Heilen. Das ist dann, warte. Achso. Also das ist dann hier für die Heilung. Das ist dann hier Heilung Medizin. Das finde ich gut. Und dann R2 ist das andere drücken, klar. Ach, plus 5. Okay, Gefallen haben wir noch keine damit. Ist ja auch nicht so schlimm. Warte mal, da gibt es ja wenigstens ein paar Sachen zum... Solange es ein paar Sachen zum Plündern gibt, finde ich es nicht schlecht. So. Und. Jawohl. Und. Auf mit dem Ding. Eine Pistole, perfekt. Hier. Komm von dem Messing auf.
Der flüchtige Prophet hat das Reich verlassen und bewegt sich nach Norden. Ich bin jetzt in unbekanntem Gebiet. Der Trinity-Orden war deutlich. Ich soll dem falschen Propheten und seinen Anhängern ans Ende der Welt folgen und die Ketzerei auslöschen. Ich wollte ihn vor Monaten eingeholt haben, aber er entkommt mir. Er durchquert das Land der Chasaren und den Kaukasus. Hier bin ich im Nachteil. Ich spreche ein Dutzend Sprachen des Reiches, aber im Hinterland kann ich oft lediglich mit dem Schwert kommunizieren. Der Prophet, so scheint es, spricht jede Sprache wie seine Muttersprache. Gut. Dann beenden wir jetzt den Part hier und auf alle Fälle, wir machen morgen weiter. Euer Naruto 1986. Schaltet wieder ein. Seid wieder dabei. Kommt auf meinen Kanal. Abonniert meinen Kanal. Gebt einen Daumen hoch. Schreibt mir bitte in die Kommentare. Das war's. Dankeschön. Bis morgen. Gute Nacht. Ciao.